Grüß Gott. Wenn ein Lehrgang oder eine Schulbildung abgeschlossen ist, so gibt es meist eine Abschlussfeier, an der auch Verwandte und Freunde teilnehmen können. Da werden die Leistungen der Schüler gewürdigt und die Diplome und Abschlusszeugnisse überreicht. Eine Begrüßung dieser Art steht auch jedem von uns bevor, nämlich dann, wenn wir im Jenseits empfangen werden. So berichten einige Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, dass sie in der jenseitigen Welt von Verwandten und Bekannten freudig begrüßt wurden. Dann aber wurde ihnen eröffnet, dass sie wieder ins irdische Leben zurückkehren müssen, weil sie ihre Aufgaben auf dieser Welt noch nicht erfüllt haben. Die Betroffenen stellten sich danach oft die Frage, was denn mit dieser Aufgabe genau gemeint ist, denn das wurde ihnen während ihres Nahtoderlebnisses nicht näher ausgeführt. Nun, vielleicht ist das Leben hier auf dieser Welt schon Aufgabe genug, indem man sich bemüht, an seinem Platz sein Bestes zu geben. So wird als Aufgabe wohl nichts verlangt, was im eigenen Lebensumfeld nicht erfüllt werden kann. Es gibt aber auch Menschen, die sich in ihrem Leben für andere besonders aufgeopfert haben. Und wenn solche sterben, so denkt man über jene. Diese Person hat sich sicher den Himmel verdient. Von so einer Verstorbenen mit Namen Magda handelt nun der Erfahrungsbericht, der am 1. Juni 1960 durch das bekannte Schweizer Medium Beatrice Brunner in Tiefdross vermittelt und auf Tonband aufgezeichnet wurde. Wenn Ihnen die Begriffe Medialität und Tiefdross nicht vertraut sind, so finden Sie nähere Erklärungen im Video, das am Ende dieses Beitrags eingeblendet wird. Zudem gibt es auch in der Videobeschreibung einen Link dazu. So berichtet Magda von ihrem Empfang, ihrem Leben und ihrer Tätigkeit in der jenseitigen Welt. Vor ihrem Tode hatte sie als Krankenschwester ein arbeitsreiches Leben und starb dann nach kurzer Krankheit. Sie erwachte im Jenseits in einem schönen Garten, wo sie liebevoll umsorgt wurde. In der Folge erlebte sie eine schöne Begrüßungsfeier, die man ihr zu Ehren veranstaltete. Danach zeigte man ihr ihre neue Umgebung. Das Besondere an dieser Durchgabe ist, dass Magda an ihrem neuen Umfeld sehr interessiert war und vieles genauer erklärt haben wollte. So kann sie in diesem Erfahrungsbericht vertiefte Einblicke in das Leben in der jenseitigen Welt geben. Magda war zu Beginn erstaunt, dass man da so schnell von einem Ort zum anderen gelangen konnte. Ihr wurde dann die Art von Straßen und Wege in der jenseitigen Welt erklärt. Auch die Zeit erlebte sie da anders. Auf der irdischen Welt orientiert man sich an Tagen, Wochen und Jahren. Aber dies verliert dort seine Gültigkeit. So wurde sie mit vielen veränderten Gegebenheiten vertraut gemacht. Nach einer Eingewöhnungszeit bekam Magda die Aufgabe, bei der Betreuung von Kindern mitzuwirken. Denn wenn Kinder die irdische Welt verlassen müssen, werden sie an einen besonders schönen Ort geführt, wo sie mit ihresgleichen aufwachsen und weiter erzogen werden. So sind aus den Ausführungen von Magda viele wertvolle Einblicke zu gewinnen. Mit dem Link in der Videobeschreibung können Sie nun diesen spannenden Erfahrungsbericht anhören.